Einen wunderschönen guten, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Kapanda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Republic of Pirates. Wo wir kurz davor waren, das Schiffchen hier fertig zu machen. Oh, ich war so gemein, ich weiß. Da ist es. Ah, the Clifford Child. I had wondered when our paths would cross. Following in your father's footsteps, are you? Are you oblivious to how that worked out for him? Never mind. You have damaged company property, and you will pay, or face the consequences. Ah, das Clifford-Kind. Ich hatte mich schon gefragt, wann sich unsere Wege kreuzen werden. Sie treten in die Fußstapfen Ihres Vaters, was? Ist Ihnen nicht klar, wie das für ihn ausgegangen ist? Vergessen Sie es. Sie hatten das Eigentum der Kompanie beschädigt und werden dafür bezahlen oder die Konsequenzen tragen. Entweder eine Million Dublonen übergeben, ja, nie, ist klar. Oder Zahlung verweigern und die greifen an. Ganz ehrlich. I thought you would say that. The British West Indies Company is not to be trifled with. Ich dachte mir, dass Sie das sagen würden. Mit der britischen Westindien Company ist nicht zu spaßen. Naja. Bau starten. Schnell noch einen neuen Kapitän. Ja, wie eine Kanone. Auf Gary Island und Ferry Island. Okay. Das ist Red Island. Das hier ist Hell's Gate, also da oben dann praktisch. Hier. Wobei Fair Island könnte sich eine ganze Zeit lang selber halten. Aber. Was bist du? Was ist hier drin? Okay. Kanonen, Kanonen, gib mir Kanonen. Leute, 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 arbeitet. Machen wir mal vorrangiges Gebäude. Aber selbst wenn, das wird dann so enge, das schaffen wir nicht mehr. Weil der Bau kostet eine Minute 30. Und in einer Minute greifen sie an. So, das hat sich damit dann also schon mal erledigt. Dann machen wir mal die Gruppierung fertig. Und guck mal, ob wir die schon irgendwo sehen. Okay, ich sehe sie noch nicht. Eins machen wir schon mal bereit. Dann müssen wir gucken, dass wir die so schnell wie möglich abfangen. Die dauert so lange. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ruhe. Und die haben wir nicht. Aber ja, Piraten leben wir halt nie einfach, ne? Hier. 3, 2, 1. Angriff hat begonnen. Okay. Von wo? Per Island. Na klar, greifen die oben an. Pause. Dahin. Okay. Cape Cod girls don't use no coins. Aye, aye. Okay, wie viele kommen da noch? Tommy's gone on a whaling ship. Das sind Fregatten. Ja, nie ist klar. Brigadine, Fregatten. Noch was Größeres habt ihr nicht im Auftrag gehabt, oder? Oh, meine Boote, die brauchen so elendig lange. Starten, das hier.
Die Leertaste nicht immer funktioniert, ist auch zum Bröckeln. Seefahrt. So, lebt damit. Ich muss ja bloß durchhalten, bis die wieder da sind. Eins haben wir schon versenkt. Mann, wo bleiben denn meine Ruderboote? Das ist ja... So, jetzt... Es greift an. Okay. Ich muss auf jeden Fall größere Schiffe bauen. Aber schön, dass man hier während... während man praktisch kämpft hier noch... Ja, die gehen hin noch. Hallo? Du kleiner Kinderficker! Warum? Entschuldigt. Ah, jetzt kommen die Großen, oder was? Klar, soll ich meine Schiffe hier noch selber versenken, oder you was? You gamble away your people's lives, just like your father. You will not make the same mistake again. Is violence the only recourse you people understand? So, Sie verspielen das Leben Ihrer Leute genau wie Ihr Vater. Sie werden denselben Fehler nicht noch einmal machen. Ist Gewalt das einzige Mittel, das Sie verstehen? Stimmen Sie vor, zu, die Forderung der Fraktion zu erfüllen, Henkers Leute Schiffe versinken müssen. Einen Preis von 4.455 bezahlen oder Waren? So, du Affe. Britain, yes. France and Spain have each invested in commercial trading companies to control the flow of trade in the Caribbean. Britain as the British West Indies Company, headed up by James Smallbrook. I understand that he knew your father from his days in the Navy. France as the French Company of the Americas. Now their leader, Count de Foix, has taken ill. So his wife, Countess Jeanne de Foix, oversees all their affairs. Lastly, Spain has the Royal Barcelona Trading Company. Rodrigo Guzman manages their lot. He's an ardent Catholic, but that doesn't stop his appreciation of the fairer sex. Ask Mary about him when you have a chance. All these companies have the backing of their countries, and manpower to boot. Großbritannien, Frankreich und Spanien haben jeweils in Handelskompanien investiert, um den Handel in der Karibik zu kontrollieren. Großbritannien hat die britische West Indian Company, die von James Smallbrook angeführt wird. Soweit ich weiß, kannte er ihren Vater noch aus seiner Zeit bei der Marine. Frankreich hat die französische Company der amerikanischen Inseln. Ihr Anführer Graf Defont ist erkrankt, sodass seine Frau Gräfin Jean Defont sich um alle Angelegenheit kümmert. Und Spanien hat die königliche Handelskompanie von Barcelona. Rodrigo Guzman verwaltet sie. Er ist ein strammer Katholik, aber das hält ihn nicht davon ab, das schöne Geschlecht wertzuschätzen. Fragen Sie Mary nach ihm, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. All diese Kompanien freuen sich über die Rückhalt ihrer Länder und verfügen zudem über Arbeitskräfte. Oh, and then there's the Free Traders. They're a loose collection of well-to-do merchants led by Marquis Louis Velmont. They don't have the backing of a crown, but they do have a vast multinational trade network across the Caribbean. Each of these factions opposes piracy, but they also don't get along with each other. So,
A little diplomacy. We could use that to our advantage. Oh, und dann gibt es noch die freien Händler. Sie sind ein loser Zusammenschluss wohlhabender Kaufleute unter der Führung von Marquis Louis Vermont. Sie haben zwar nicht den Rückhalt einer Krone, aber sie verfügen über ein riesiges multinationales Handelsnetz in der Karibik. Jede dieser Fraktionen ist gegen die Piraterie, aber sie kommen auch nicht miteinander aus. Mit ein wenig diplomatischem Geschick können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Well, shit. I never thought we'd survive the wrath of a company with the backing of a country. Every action we take from here on will influence our standings with the pirates or the trading companies in the archipelago. Things are about to get a whole lot more complicated. Tja, Mist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Zorn einer Kompanie, die den Rückhalt eines ganzen Landes genießt, überleben würden. Jede Aktion, die wir von jetzt an unternehmen, wird unser Ansehen bei den Piraten oder den Handelskompanien im Archipel beeinflussen. Die Dinge werden sehr viel komplizierter werden. Wohl wahr. So. So, dann sammeln wir mal jetzt mal den Mist ein hier. Einsammeln, danke. Diplomatie, na gut. Aber dass man während eines Kampfes die Dinger hier noch bauen kann, okay, halte ich für schwierig. Nein, reparieren. Oh, jetzt bist du zu weit vom Dock entfernt, dann krauche doch dreimal. Na komm. Bist du jetzt nah genug oder bist du immer noch 3 Kilometer entfernt? Dankeschön. Da. Gut. Wünsche Hängematten-Manufaktur. Okay. Pflasterstraße. Ah ja, das, was wir vorhin versucht haben. Der große Pirat. 4 Flaschenposten gefunden. Okay. Rechtschaffenes Ansehen. Erfüllen Sie eine Forderung der britischen Westindien-Kompanie. Interagieren Sie mit einer der angezeigten Tavernen. Okay. Okay. Anklicken ist nicht. Das wäre Flaschenpost. Okay. Dann sollte ich vielleicht mal ein schnelles Schiff nehmen, die das Ganze für mich erledigt. Naja, nicht gerade diesen Namen Dümpler. Und diese Koche, ja, wenn ich die verliere, dann ist es halt so. Ja, da lang. Hoffentlich haben wir jetzt mal ein paar Minuten Ruhe ohne Kampf. Weil im Moment sind wir noch nicht bei Minus. Genau. So. Na komm mal, Freund, mach hin. Aber hatte ich nicht, ja. Ich hatte mal mehr Leute gehabt, aber keine Ahnung, wo ich jetzt. Oder tickert das jetzt in die andere Richtung? The men found the scraps of a letter, Captain. The writing's difficult to make out. Royal fortune, abandoned, drunk fools. Fortune? Could this lead us on a treasure hunt? Let's look out for more letter fragments. Die Männer haben einen zerfetzten Brief gefunden, Captain. Die Schrift ist schwarz in Ziffern. Königliches Vermögen zurückgelassen, betrunkene Narren. Ein Vermögen? Könnte uns das auf eine Schatzsuche führen? Lass uns nach weiteren Papierstücken Ausschau halten. Was ich jetzt schwierig finde, dass ich während des Vorlesens dann praktisch im Hintergrund weiterläuft. Gebäudeunterhaltskosten. Ja, irgendwo mache ich gerade satte Minus. Ernsthaft? Die sind jetzt bitte... Wollen die mich jetzt hier veräppeln? Okay, also das müssen sie auf jeden Fall ändern. Kann nicht sein, dass hier die komplette Infrastruktur zusammenbricht, nur weil die keine Pflasterwege kriegen hier. Ja?
kann nicht aufgewertet werden. Ja, und jetzt stehe ich da, ich kriege kein Geld. Also, genauso sieht es aus. Ohne Geld kann ich nicht aufwerten. Also, tja, damit hat sich das letzte scheinbar erledigt. Also, das ist ehrlich gesagt Müll programmiert. Das heißt, meine komplette Infrastruktur bricht jetzt zusammen, weil ich nicht Steinwege bauen kann. Und ohne Steinwege kriege ich kein Geld und ohne Geld kriege ich keine Steinwege. Merkt es noch? Ja, Hauptsache die Jodin die ganze Zeit hier. Bei denen hier geht's ja noch. Warum geht es bei denen und bei denen ja nicht? Keine Verbindung zum Dock zu wenig. Haben die mir das Dock zerschossen oder was? Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Schön, dass sie nur einen Angriff nach oben gesagt haben und nicht hier unten. Drecksäcke. Gut, Bilanz geht jetzt wieder nach oben. Das ist doch ein absoluter Blödsinn. Gut, dann sind es nicht die Wege, sondern das zerschossene Depot. Schön, dass mir das mal Bescheid gesagt wurde, ja. Another letter scrap, Captain. This one reads: Sandy shores, rock-faced islands, surround deserted. Is this the location of the hidden fortune? Hier ist noch ein Stück von dem Brief, Captain. Darauf steht: Sandige Küsten, von felsigen Inseln umgeben. Verlassen ist das der Ort, wo es vermutlich steckt. Genau aus diesem Grund lese ich eigentlich lieber vor. Ja, entweder beim Vorlesen, dann macht er Pause oder ich lese jetzt drüber. Weil das dauert mir dann zu lange. Kann nicht sein, dass man hier angegriffen wird, Leute. Also das Spiel ist noch stark ausbaufähig. Okay, Handelsanfrage. Friedrich neutral, was wollten ihr jetzt? Neutral, naja, solange ich neutral bin, interessiert mich das eigentlich erstmal nicht. Gut. Oh ja, wir machen mal etwas zu lesen und ja. In der Zwischenzeit greifen wir an. Da haben die mir hier unten alles zerschossen, die kleinen Mistviecher. Die ganze, ja, kennt mich doch am Sch. Ja, ist klar, wenn man natürlich hier so eine Billo-Dinger hat. So, hier war Fisch minus plus. Okay. Wie sieht es mit dem Fisch aus? Ist das noch okay? Ja. Ja, diese Billotürme, was ist. Das ist doch eh kompletter Blödsinn hier. Danke für nix. Wo ist denn jetzt das blöde einzelne Schiff? So, wo ist das Ding jetzt?
Ich mache die komplette Flotte. Man kann hier keine Formations auswählen, das ist schon mal nachteilig. Man bekommt keine richtigen Nachrichten, wenn irgendein Problem auf einer Insel ist. Also ja, das sind diese vielen kleinen Dinge, die einen dann doch nerven. Also wie schon gesagt, wir werden in der nächsten Folge die Flaschenpost fertig machen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten und müssen wir sehen, wie wir das mit der Vorleserei machen. Irgendwie eine Lösung finden müssen wir, weil ich kann jetzt nicht abwarten, bis der gelabert hat, dann lese ich vor und in der Zwischenzeit zerschießen die mir hier die ganzen Inseln. Also das funktioniert nie. Also entweder machen da die Entwickler noch was oder ich lese es einfach nicht mehr vor. Dann müsst ihr halt dann pausieren und es selber lesen. Sei es drum. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten und trotz Meckerei hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.